Damit kommen wir zu Top 4 unserer Tagesordnung, der ersten Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Gesetz zur Änderung des Hessischen Krebsregistergesetzes. Und zur Einbringung darf ich Sozialminister Klose das Wort geben. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das Hessische Krebsregistergesetz ist im Jahr 2014 geschaffen worden, um auf der Grundlage des Krebsfrüherkennungs- und Registergesetzes des Bundes ein klinisches Krebsregister in Hessen zu implementieren. Die Aufgabe dieses Hessischen Krebsregisters ist es, die Daten aller stationär und ambulant versorgten PatientInnen, die an Krebs erkrankt sind, personenbezogen zu erfassen. Diese Daten werden ausgewertet. Die Ergebnisse dieser Auswertung werden an die Ärztinnen und Ärzte, aber auch die Krankenhäuser rückgemeldet. Außerdem wird der Datenaustausch mit anderen regionalen klinischen Krebsregistern, die interdisziplinäre und personenbezogene Zusammenarbeit bei der Krebsbehandlung, aber auch die Bereitstellung notwendiger Daten zur Qualitätssicherung, Versorgungstransparenz und zu Zwecken der Versorgungsforschung durch dieses Krebsregister gewährleistet. Im Unterschied zu den vorherigen epidemiologischen Krebsregistern, die im Wesentlichen der statistischen Erfassung von Krebserkrankungen dienten, ist es durch dieses klinische Krebsregister seit 2014 in Hessen möglich, die medizinische Behandlung für die onkologischen Patientinnen und Patienten unmittelbar zu steuern und so auch nachhaltig zu verbessern. Die konkreten PatientInnendaten können so nun gebündelt den jeweiligen Behandelnden für Tumorkonferenzen mit dem Ziel einer schnellen und effektiven Behandlung zur Verfügung gestellt werden. Dieses Hessische Krebsregistergesetz wurde im Jahr 2014 auf 4 Jahre befristet. Heute, nach gut 4 Jahren, steht fest, dass es sich bewährt hat, weshalb wir es grundsätzlich verlängern wollen. Mit dem Gesetzentwurf, den ich hiermit einbringe, wird auf Grundlage der Erfahrungen der letzten Jahre dem bestehenden Änderungs- und Ergänzungsbedarf aber auch Rechnung getragen. Die Ergebnisse der Regierungsanhörung zu diesem Gesetz haben eine große Zustimmung der Körperschaften und Verbände ergeben. Wir haben verschiedene Anregungen aufgegriffen und bereits eingearbeitet. Eine wichtige Änderung besteht beispielsweise darin, dass als Voraussetzung für die Leitung der Vertrauensstelle des Krebsregisters eine ärztliche Leitung nicht mehr zwingend vorgesehen ist. Die Leitung der Vertrauensstelle kann nun vielmehr nach Eignung und nicht nach Zuordnung zu einer Berufsgruppe besetzt werden. Eine weitere neue Vorschrift ermöglicht den Datenaustausch mit dem Deutschen Kinderkrebsregister in Mainz. Sie wissen, in diesem Kinderkrebsregister werden seit dem Jahr 1980 Meldungen zu Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren mit Tumorerkrankungen aufgenommen. Bisher war die Datenweitergabe an das Deutsche Kinderkrebsregister durch den behandelnden Arzt oder die behandelnde Ärztin freiwillig. Hierfür schaffen wir nun eine gesetzliche Verpflichtung. Ändern wollen wir auch die Löschfrist der beim Hessischen Krebsregister gespeicherten Daten von bisher 3 auf künftig 10 Jahre. Sie war einfach deutlich zu stark eingeschränkt. Diese Änderung erfolgt in enger Absprache mit dem Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Die neue Löschfrist der Identitäts- und Stammdaten ist mit den Löschfristen der meisten anderen Landeskrebsregister vergleichbar. Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass sich das Hessische Krebsregister weiterhin im Aufbau befindet. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird sich in den nächsten 4 Jahren weiterer Änderungs- und Ergänzungsbedarf ergeben, um auf die Erfahrungen aus der Praxis auch dann frühzeitig reagieren zu können, soll auch dieses Gesetz nur auf 4 Jahre befristet sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Von den Fraktionen hat sich als erster Herr Dr. Bartelt von der CDU zu Wort gemeldet. Verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das Hessische Krebsregistergesetz läuft Ende 2019 aus. Es muss evaluiert und novelliert werden.
Die Erstellung von Krebsregistern ist Aufgabe der Bundesländer. Sie sind nach Vorgabe des Bundes seit 2013 verpflichtend. Die Zusammenfassung aller Länderkrebsregister erfolgt auf Bundesebene am Robert-Koch-Institut. Derzeit werden über 95% der Krebserkrankungen dort registriert. Man unterscheidet zwischen dem epidemiologischen und dem klinischen Krebsregister. Das epidemiologische Register erfasst die Tumorarten, Alter und Geschlecht der Patienten, den Wohnort der Patienten und die Überlebenszeit mit der Erkrankung. Es fragt also nach Häufigkeit, Personenmerkmalen und gehäuftem regionalen Auftreten. Es wird im Wesentlichen von den Ländern finanziert. Das klinische Krebsregister wird in den Behandlungseinrichtungen erstellt. Es erfasst die Therapie und Lebensqualität nach der Behandlung. Es wird von den gesetzlichen Krankenkassen, den privaten Krankenversicherungen unter Mithilfe der Deutschen Krebshilfe finanziert. Im Hessischen Krebsregistergesetz 2014 wurden diese beiden Krebsregister nun zusammengefasst, um den Gehalt der Informationen für die Bürgerinnen und Bürger, die medizinischen Einrichtungen, die Krankenkasse und die Politik zu optimieren. Die Umsetzung erfolgte durch Einrichtung einer Vertrauensstelle bei der Landesärztekammer. Dort werden die Daten gesammelt. Sie werden an die Landesauswertungsstelle geleitet und dort anonymisiert. Diese ist am Landesprüfungsamt angesiedelt. Die meldepflichtigen medizinischen Einrichtungen bekommen auch Rückmeldung der Daten, der Minister hat es erwähnt, die im Land insgesamt erhoben werden. Durch die auch am Landesprüfungsamt sitzende Abrechnungsstelle werden die Pauschalen der Krankenkassen eingezogen und die Meldepauschalen an die medizinischen Einrichtungen geleistet. Diese Einrichtungen haben in den letzten 4 Jahren hervorragende Arbeit geleistet. Die Qualitätsverbesserung durch Zusammenfassung der Krebsregister war erfolgreich gewesen. Die aktuellen Erneuerungen sind vergleichsweise weniger grundsätzlich. Sie betreffen Regelung des Vorsitzes der Vertrauensstelle, den Austausch der Daten mit dem Bundeskinderkrebsregister und die Verlängerung der Löschfrist der Stammdaten nach Tod des Patienten von 3 auf 10 Jahren. Diese Veränderungen werden wir natürlich unter Berücksichtigung der Beratung im Ausschuss zustimmen. Abschließend möchte ich erwähnen, dass der letzte Krebsbericht 2017 noch auf den Daten Ende 2013 basierte, also vor der Zusammenfassung dieser beiden Krebsregister. Wir sehen dem ersten Krebsbericht, dem Daten nach der Zusammenfassung von klinischem und epidemiologischem Krebsregister zugrunde liegen, mit großem Interesse entgegen. Also eine scheinbar trockene Datensammlung ist hier ein wichtiger Beitrag zur Bekämpfung der Tumorerkrankung. Denn uns interessiert schon, inwieweit etwa das Onkologiekonzept, die Realisierung des Onkologiekonzeptes Auswirkungen auf die Häufigkeit der Erkrankungen hat, inwieweit Veränderungen des Auftretens der Tumorarten und Fortschritt in der Medizin hier auch statistisch nachweisbar sind. Das heißt also, was wir hier beschließen als Datensammlung hat auch eine wichtige Auswirkung bei den Betroffenen. Wir bedanken uns bei allen Beteiligten, die daran mitgewirkt haben, und sehen der weiteren Begleitung durch die Politik und die Betroffenen mit Interesse entgegen. Vielen Dank. Als Nächste hat sich Frau Dr. Sommer von der SPD zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Ziel des Krebsregisters ist es und war es,
Krebspatienten nachhaltig und effektiv helfen zu können, indem Daten erfasst und bewertet werden, Schlüsse gezogen und auf die Versorgung Einfluss genommen werden kann. Das epidemiologische Krebsregister, welches statistische Daten erfasst zum Auftreten von der Häufigkeit von Krebs, wurde 2014 endlich durch das klinische Krebsregister ergänzt, damit der komplette Krankheitsverlauf mit Diagnosen und Therapieformen personenbezogen dokumentiert werden kann. Die Zusammenführung in Hessen, muss man sagen, hat sehr lange gedauert. Und leider hat Herr Dr. Bartel das darauf eingegangen. Deswegen haben wir jetzt auch momentan einen Krebsbericht, der mit den Daten von 2013 hantiert. Krebsfälle müssen über einen längeren Zeitraum ausgewertet werden, um aussagekräftige Fallzahlen zu erhalten. Das klinische Register wurde leider viel zu spät eingeführt. 2014 war hier Hessen Schlusslicht, meine Damen und Herren, sodass wir jetzt weniger aussagekräftige Ergebnisse haben. Und ich muss Ihnen sagen, Sie haben ja gerade erzählt, wie toll unser Konzept hier ist oder das Krebsregister. Auch bei den bundesweiten Ergebnissen, die jetzt erst kürzlich veröffentlicht worden sind, sind wir bei der Anzahl der erfüllten Förderkriterien der klinischen Register im letzten Drittel. Also hier haben wir noch ganz schön Nachholbedarf, Herr Dr. Bartelt. Festgestellt werden aber kann, Prostatakrebs bei den Männern und Brustkrebs bei den Frauen waren mit Abstand die häufigsten Krebsarten. An zweiter Stelle folgt bei beiden Geschlechtern der Darmkrebs. Erfreulich ist aber, dass die Sterblichkeit seit 1998 um ca. 15% bei Frauen um 18% bei Männern zurückgegangen ist. Schön wäre aber, wenn wir schon jetzt landesweite Analysen hätten zu Diagnosen, zu Behandlungen, zu Verläufen und zum Überleben, um endlich die Früherkennung als auch die Versorgung krebskranker Menschen transparenter zu machen und Entwicklungs- bzw. Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen zu können. Das ist hier in Hessen noch nicht der Fall. Und das allein aufgrund dessen, dass wir mit dem klinischen Register, da sich die Landesregierung damals sträubte, erst zu spät angefangen haben. Hier heißt es nämlich erneut in Hessen nicht Hessen vorn, sondern Hessen hinten. Dabei sind die Analysen so wichtig, meine Damen und Herren. Erfreulich ist aber, dass Sie jetzt darauf eingehen, was schon damals in der Anhörung gefordert worden ist, dass nämlich endlich die Meldungen von Tumorerkrankungen von Kindern und Jugendlichen berücksichtigt werden und auch, dass die Löschfrist erweitert wird, um die Auswertung nicht einzuschränken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich gehe davon aus, Sie haben selber in der Familie oder im Bekanntenkreis Betroffene. Ich kenne mittlerweile so viele Menschen, die wieder neu erkranken, nach 7, nach 5, nach 2 oder nach einem Jahr. Und wir sind noch lange nicht dort angekommen, diese Krankheitsverläufe auszuwerten und Menschen tatsächlich besser zu helfen. Und gerade die Menschen, die neu erkranken, die immer wieder den Kampf gegen den Krebs neu beginnen müssen, brauchen Unterstützung und nicht einfach nur Daten, sondern Ergebnisse und daraus resultierende Verbesserungen für die Versorgung, meine Damen und Herren. Und Herr Dr. Bartelt, Sie haben gerade von so tollen Informationen für die Patienten und Patientinnen gesprochen. Ich muss Ihnen sagen, ich finde das echt eindrucksvoll, was die Homepage des Hessischen Krebsregisters zeigt. Dort ist nämlich zu lesen, unsere Webseite befindet sich aktuell im Aufbau. Und das seit 2014. Also ich schreibe dieses Jahr 2019. Und als Patient oder Patientin wünsche ich mir, dass ich gute Informationen finde. Und weder im Hessischen Krebsbericht noch auf der Homepage finde ich Zentren und Praxen mit den besten Outcomes. Warum gibt es keine Transparenz bei vergleichbaren Tumorerkrankungen hinsichtlich der Behandlungsqualität, getrennt nach kurativer und palliativer Therapie? Was ist bisher passiert? Wo sind erste Tendenzen, erste Ergebnisse? Wo ist die Evaluation? All das zeigt, bislang gibt es wenige Erkenntnisse für die Versorgung. Hinweisen möchte ich darauf, dass die Meldungen an das Krebsregister sehr bürokratisch sind. Für die Erstmeldung wird sogar Zahlungen geleistet
und die Meldestelle kriegt das Gros der GKV-Vergütung, nicht die Ärzte. Ich habe mit einem gesprochen, der sagte mir dazu, kein Wunder, dass da kaum einer meldet. Also müssen wir da genau hingucken, und deswegen rückt die Frage der Evaluation dieses Krebsregisters in. Frau Dr. Sommer, darf ich Sie auf die Redezeit hinweisen? Letzter Satz. Wenn Sie die Überlebenschancen von Krebspatienten verbessern wollen, investieren Sie noch besser in die Forschung, evaluieren Sie das Register und setzen Sie die Verbesserungen in der onkologischen Versorgung um. Herzlichen Dank. Als Nächstes darf ich Frau Papst-Dippel von der AfD nach vorne bitten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Krebs ist leider die zweithäufigste Todesursache nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, und das trotz vieler bisheriger Bemühungen seitens Forschung, Medizin und Politik. Für den Betroffenen und seine Angehörigen ist die Diagnose immer schockierend und die Behandlung oftmals unangenehm oder sogar gefährlich. Verbesserungen müssen Ziel von Forschung und Gesundheitswesen allgemein sein. Die Einführung von klinisch-epidemiologischen Krebsregistern ist für die weitere Forschung eine sehr sinnvolle und notwendige, denn es gibt eine Not zu wenden, Bedingung, damit z.B. Standort- und Lebensstilfaktoren untersucht werden können. Manche Krebsarten werden sehr stark durch geografische, wirtschaftliche, soziale und ethnische Unterschiede beeinflusst, und so sind enorme Mengen an Daten zu sammeln und verschlüsselt auszuwerten. Über diese wertvollen Daten werden dann Risikofaktoren ausgemacht, weitere Hinweise für die Ursachenforschung sichtbar und allgemein eine interdisziplinäre Zusammenarbeit angeregt. Durch die ärztlichen Meldungen mit Angaben zur Erkrankung, zu Therapie und Nachsorge kann eine Unterstützung der Therapie erfolgen. Das Hessische Krebsregistergesetz ist bis Ende dieses Jahres befristet. Es wird evaluiert und muss verlängert werden. Die Änderungen scheinen sinnvoll und haben sich aus der Praxis heraus als nötig erwiesen. Und eine Befristung bis 2023 ist für eine Verbesserung und den weiteren Aufbau des Registers wichtig. Dem wichtigen Datenschutz wird Rechnung getragen durch die verschlüsselte Weitergabe der Daten über die Vertrauensstelle an die Landesauswertungsstelle. Hier soll laut Gesetzentwurf die Kopplung der Vertrauensstelle an den Arztberuf gelockert werden. Da es bei der Vertrauensstelle um die Datensammlung, Verschlüsselung und Weitergabe geht, kann die Stelle auch von nichtärztlichen Berufen geleitet werden, obwohl Fachwissen hier sicherlich nicht schaden kann. Ganz besonders wichtig ist die Regelung des Austauschs mit dem Kinderkrebsregister. Die Vorredner haben schon darauf hingewiesen. Hier sollte zur Verbesserung der Situation kranker Kinder der Austausch intensiviert werden. Auch der Änderung der Löschung von Identitäts- und Stammdaten kann zugestimmt werden, wenn dadurch eine weitere Verbesserung der Datenlage erreicht wird. Meine Damen und Herren, die Fraktion der AfD wird dem Gesetzentwurf nach der Beratung höchstwahrscheinlich zustimmen. Eine Vorstellung der Arbeit des Krebsregisters durch die Fachleute könnte ich mir sehr gut im Ausschuss vorstellen und würde mich darüber sehr freuen. Danke sehr. Als Nächstes darf ich Herrn Bocklet von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN nach vorne bitten. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Gerade haben wir noch unter den Fraktionskollegen darüber gesprochen, die Ursache, der Urknall über das Thema Krebsregister. In der Tat kann ich mich noch gut erinnern an die 80er und 90er Jahre, als es darum ging, über Standorte der Chemieindustrie oder auch Standorte der Nuklearindustrie darüber Dokumentationen und Monitoring herzustellen, wo besonders oft und häufig Krebs auftritt. Das war eine der Ursachen für Urknall dieser Krebsregister. Ich bin froh, dass es dies gibt. Es wird heute natürlich anders benutzt, nämlich über die Frage, haben wir eine flächendeckende Versorgung.
Können wir die Onkologie gut bedienen? Gibt es noch Versorgungsengpässe? Und was kann man noch mehr dafür tun, dass Menschen erst gar nicht Krebs erleiden? Insofern haben meine Vorredner, Kollege Kai Klose und auch Dr. Bartels, alles Wesentliche dazu gesagt. Das Gesetz läuft aus, ist evaluiert und muss verlängert werden. Wir haben zwei, drei Stellschrauben. Die Vertrauensstelle wird künftig nicht mehr zwingend von einer Ärztin oder einem Arzt gestellt. Die Leitungsfunktion soll nach einer Eignung und nicht Zuordnung einer Berufsgruppe besetzt werden. Der Datenaustausch wird verbessert. Das Kinderkrebsregister wird auch noch einmal nachgesteuert. Ich glaube, der Rest ist gesagt worden. Ich freue mich auf die Lesung im Ausschuss und denke, es ist richtig und wichtig, dass wir das Krebsregister weiterführen. Ich danke Ihnen. Als Nächster hat sich Herr Pürsün von der FDP zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Jährlich erkranken etwa 500.000 Menschen neu an Krebs. Obwohl sich die Überlebensraten durch die moderne Medizin deutlich verbessert haben, nehmen die Neuerkrankungen aufgrund der demografischen Entwicklung stetig zu. Krebs ist heute die zweithäufigste Todesursache. Wir haben die Aufgabe, alles zu unternehmen, um Krebs einzudämmen und letztendlich zu besiegen. Als in der letzten Legislaturperiode der Gesetzentwurf für ein klinisches Krebsregister beraten wurde, herrschte über alle Fraktionen hinweg Einigkeit. Ein solches Register ist notwendig und sinnvoll. Das Gesetz trat am 25. Oktober 2014 in Kraft. Heute beschäftigen wir uns wieder mit dem klinischen Krebsregister, weil das Gesetz zum Jahresende ausläuft. Ein Zeitpunkt, um genau hinzuschauen, ob ein Gesetz seinen Sinn und Zweck erfüllt und ob es an der einen oder anderen Stelle Verbesserungsbedarf gibt. In diesem Register werden die Krankheitsverläufe der Patientinnen und Patienten Schritt für Schritt erfasst. Von der Diagnose über die einzelnen Behandlungsschritte bis hin zur Erfassung von Rezidiven und dem Zeitraum des Überlebens der Erkrankten. Es geht hier um die vollständige Dokumentation aller Behandlungsdaten, um auf diese Weise wichtige Erkenntnisse über Behandlungsmethoden und ihre Erfolge sowie über den weiteren Verlauf der Erkrankung zu gewinnen. Damit ist das klinische Krebsregister weit mehr als eine Sammlung statistischer Daten. Es ist eine wichtige Quelle, um Hinweise zur Versorgung der Patienten zu erhalten und so die Behandlungsmethoden weiter zu verbessern. Die gesetzlichen Krankenkassen finanzieren das Krebsregister mit einem Förderbetrag je erkrankten Patienten. Die Prognos AG hat für sie die Erfüllung der Förderkriterien in jedem Bundesland angesehen und für Hessen festgestellt, dass es hier noch an einigen Stellen in der Umsetzung hapert. Im Wesentlichen geht es dabei um Mängel im registerübergreifenden Datenaustausch, beispielsweise um den Datenaustausch zwischen dem Behandlungsort und Wohnort. Es gibt Probleme bei der Datenerfassung innerhalb Hessens, aber auch bei der länderübergreifenden Datenvernetzung der Register. Den Ländern war es bis Ende 2017 noch nicht gelungen, eine einheitliche Software zur Informationsverarbeitung zu installieren, mit der Konsequenz entsprechender Schnittstellenprobleme. Ein funktionierender Datenaustausch zwischen den Ländern ist aber unabdingbar für das Funktionieren eines solchen Registers. Viele Länder haben erst sehr spät überhaupt die gesetzlichen Voraussetzungen für das klinische Krebsregister geschaffen. Ein Vorwurf, der auf Hessen glücklicherweise nicht zutrifft. Obwohl die Länder verpflichtet waren, bis Ende 2017 funktionierende klinische Krebsregister aufzubauen, ist dies keinem einzigen Land gelungen. Bedauerlich, traurige Realität. Nachdem dann die Frist zunächst um ein Jahr verlängert wurde, waren bis Ende 2018 nur 5 klinische Krebsregister von insgesamt 18 voll arbeitsfähig. Zu diesen 5 gehörte Hessen leider nicht. Die Frist musste ein weiteres Mal um ein Jahr bis Ende 2019 verlängert werden. Herr Staatsminister Klose, Sie haben zu erklären, warum sich der Aufbau so schwierig gestaltet, wie es inzwischen mit dem Datenaustausch klappt und ob die Nachbesserungsfrist bis zum Jahresende eingehalten werden kann. Der Datenaustausch mit dem deutschen Kinderkrebsregister ist wichtig und muss geregelt werden. Auch eine Regelung zur Dokumentation eines lückenlosen Behandlungsverlaufs und der Übertragung an das Register ist notwendig. Dies ist einer der Punkte, an dem es noch Probleme gibt.
Rein diagnostisch tätige Personen sind zwar meldepflichtig, können sich aber nicht über den direkten Patientenkontakt das Einverständnis der Patienten für eine Meldung geben lassen. Hier ist wieder eine Schnittstelle zwischen dem behandelnden Arzt bzw. der Ärztin und beispielsweise dem eingeschalteten Labor. Das muss geregelt werden, damit der Verlauf einer Behandlung auch korrekt dokumentiert und ausgewertet werden kann. Auch die Ausweitung der Löschfrist über mehr als 3 Jahre nach dem Tod der erkrankten Person hinaus erscheint mir aus verschiedenen Gründen sinnvoll. Auf den ersten Blick, denke ich, werden wir dem Gesetzentwurf zustimmen können. Aber ich möchte heute der Anhörung der Experten nicht vorgreifen und sehe der Anhörung mit Interesse entgegen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit wird der Gesetzentwurf nach erster Lesung zur weiteren Beratung an den SIA überwiesen.